Ja, Freunde, guten Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, eigentlich nicht so ein neues Video. Ich möchte euch einfach mal ganz gerne zeigen, inwieweit das Spiel flüssig läuft, die Performance gut läuft, mit welcher genaueren Grafikeinstellung. Ich habe beim Zug einfach schon mal aufgerüstet und wir steigen einfach mal ein. Es hat sich eines getan seit dem Patch, so ist es nicht, aber das eigentliche Bewegen läuft hier auf dem Bahnsteig flüssig, das eigentliche Fahren läuft immer noch nicht für sich, zumindest nicht auf der höchsten Einstellung. Ich will euch einfach mal zeigen, wie groß die Unterschiede sind und ja, einfach mal kurz und knackig. Also natürlich mit welchen Grafikeinbußen, aber auch Performance-Einbußen ihr mit was leben müsst. Wir spielen jetzt gerade auf Epic und wir werden es einfach mal ganz entspannt hochbeschleunigen. Wir werden das Ganze jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf, ja, ich sag jetzt mal gute 20, 30 km/h ein bisschen auslaufen lassen. Und man sieht, es hat sich schon so einiges getan. So, wir lassen jetzt mal jetzt die 30 km/h so ein bisschen auslaufen. Aber trotzdem merkt man, so richtig flüssig läuft das Ganze auch doch nicht. Es ruckelt und gerade auch dann, wenn wir wirklich jetzt in den Gebieten kommen, wo sich Bäume und all dem befinden, da ploppt das auch alles sehr spät auf und hier fangen an, wirklich ordentliche Grafikeinbrüche zu kommen. Und ihr seht es jetzt schon, je mehr Gebäude ringsherum sind, je mehr Bäume ringsherum sind, je mehr Fahrzeuge vielleicht zum Beispiel unten auf den Straßen fahren und wir am Bahnhöfen sind, desto ruckliger wird es. Es ist nicht extrem viel ruckliger, aber man merkt halt wirklich, die Einbuße der Performance, die ist da. Die Framerates wird hier sinken und ja, das Ganze macht es in keinster Weise so flüssig. Wir werden jetzt mal gleich, wenn wir hier an dem Bahnhof vorbeigefahren sind, heute ist mal kein Fahrgastbetrieb, heute fahren wir einfach mal durch Zugdurchfahrt, werden wir die Einstellungen mal ganz kurz auf High ändern und dann werden wir uns mal sukzessive nach unten schrauben. Die Performance werden wir dadurch aber nach oben schrauben. Also einmal Klick und hier ist High und man merkt, es läuft ein Ticken flüssiger. Man merkt aber auch, von der Umgebung hat sich ein bisschen was geändert. Aber es läuft schon, ich finde, ein bisschen flüssiger. Also, High ist halt, wie gesagt, immer noch ein sehr guter Kompromiss, trotz alledem mit einer guten Grafik hier unterwegs zu sein. Aber dass die Performance nicht ganz so drunter leidet. Jetzt werdet aber leider trotzdem mal sehen, was ist, wenn ihr das Ganze auf Medium und gar auf Low stellt. Was wir eigentlich richtig zu erwarten haben von einer Performance, weil dann läuft das Ganze wirklich nicht nur auf 30 Frames. Und wir sehen hier sogar, wir sind teilweise ganz kurz mal, teilweise waren wir mal ganz kurz über 30 Frames. Das sieht man so ein bisschen, das kriegt man so ein bisschen mit, das wirkt ein bisschen flüssiger. Ganz kurz mal hatten wir so ein bisschen diesen Hauch von mehr als 30 Frames. Aber wie sieht es bei Medium eigentlich aus? Ja, Grafik runtergeschraubt, aber ihr merkt jetzt schon, hier läuft alles über 30 Frames. Ich würde es so einstufen bei 40, 45, teilweise sogar 50 Frames. Das sieht alles sehr flüssig aus. Wir haben kaum Einbuße, kaum Einbrüche. Aber wie gesagt, der Detailgrad, der leidet schon ordentlich darunter, obwohl es teilweise immer noch geht. Die Schattenbildung ist natürlich, aber es hält sich immer noch in Grenzen. Schön ist es aber trotzdem nicht, gerade nicht für ein Spiel, was so sehr auf die Unreal Engine 5 1 pocht und generell auf ihre Grafik eigentlich als Augenmerk dient. Aber wir gucken mal, was jetzt hier bei Low passiert. Und da bleibt euch ein bisschen die Schurke weg, wie da die Performance gleich mal steigt. Das ist schon scary, oder? Das ist schon wesentlich flüssiger. Wir haben, ich bin der Meinung, auf alle Fälle die 50-Frame-Bereich erreicht, wenn nicht sogar 60. Aber das andere, es sieht alles so matschig aus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte später die Konsolenversion sein, wenn sie noch nicht gut läuft. Also das ist unglaublich. Und man merkt sofort, dass man generell auch schon diese Geschwindigkeitserfahrung macht, was man vorher nicht so gemacht hat. Aber guckt euch das an. Hier ruckelt nichts, hier läuft alles. Aber halt, wie gesagt, bei einer Grafikeinstellung, die, ja, die macht gerade mal die PS2-Konkurrenz. Was wäre aber eigentlich, wenn wir sogar noch die Auflösung runterschrauben? Ja, dann haben wir jetzt wirklich ein sehr, sehr flüssiges Spiel erreicht. Das Problem, und deswegen würde ich nochmal dieses kurz kleine Video machen, um das so ein bisschen aufzuzeigen. Ich hatte gerade eben schon ein Video gemacht. Das Problem ist natürlich, wir müssen oder wir können vielleicht auch nicht direkt einen Kompromiss finden, weil wir halt eine gute Grafik haben wollen, eine gute Performance. Da müssen wir einfach noch hoffen, dass die Entwickler einige Patches rausholen. Das wurde soweit gebessert. Ich wollte nur mal wirklich mal aufzeigen, so Splitscreen-artig, was ihr am Ende des Videos jetzt nochmal sehen werdet, inwieweit wirklich hier die Bewegungsschärfe bzw. die Performance sinkt oder aber auch steigt, je nachdem, welche Grafik.
Einstellung ihr verwendet. Freunde, genau, und das war es aber schon gewesen. Ein kurzer, knackiges Video. Wir warten einfach, wir hoffen einfach, da kommt irgendwas Schönes auf uns zu. Zwei Patches sind schon erschienen. Ich bin guter Dinge, dass hier noch einiges sich tun wird. So, PS, das ist jetzt die höchste Auflösung, die ich jetzt hier bei mir groß und ganzen einstellen kann. In diesem Sinne, Freunde, gute Laune, macht's gut. Auf Wiedersehen und Tschüssikowski. So, ah, Feuer! Oh oh. Feierabend, ja, gut. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das hier klappt. Alles klar. Gut, Freunde, wir sehen uns. Also macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Ja, das hätte jetzt auch niemand gedacht. So, gehen wir hier rauf. Gehen wir hier rauf. Ja, sehr schön. Gut, hoffentlich erkennt mich hier niemand. Hi. Ja, ja, der Zug war schnell. Hier runter. So, falls Sie die U3 suchen, die ist schon lange weg. Die fährt noch vor sich hin. Also, macht's gut, auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski.